Also ohne Scheiß, das sage ich nicht häufig, ne? So wie es für mich aussieht, ist es wirklich irgendeine Art von Schattengestalt. So, wir gehen rein in die Reaction. Wir gehen rein in die Reaction. Genau, es ist der gute Clean Mind, Outdoor und Lost Places, Geist gefilmt in verlassener Kaserne. Lost Place Horror. Krass, ey. Also, ich würde sagen, gehen wir mal rein und analysieren das Ganze so haargenau, wie es nur geht. Eigentlich hatten wir nur vor, uns eine alte Kaserne anzuschauen. Spätestens bei den Drohnenaufnahmen bemerkte ich, dass irgendetwas ungewöhnlich war. Meine Drohne erkannte eine Person oder Gestalt und wollte diese fokussieren. Doch was ich später beim Schnitt im Video sah, ließ mein Blut gefrieren. Also das ist krass. Einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Abenteuer Lost. Er schreibt auch gerade hier in den Chat, einige Stimmen sind auch im Video zu hören, hatten einige kommentiert. Ich würde sagen, Clean Mind, wir gehen danach in die Kommentare rein und werden auch nochmal auf die Kommentare reagieren. Das Video hier auf diesem Kanal Clean Mind. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, jetzt unbedingt tun und die Glocke aktivieren. Ich bin wieder gemeinsam mit Flora unterwegs und wir schauen uns hier so eine alte NVA-Kaserne aus der DDR noch an. Das ist ein Riesengelände, also riesig nicht so wie das andere Gelände letztens mit der Ziegelei, aber wir haben hier drei Gebäude und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und gehen jetzt einfach mal in das erste rein. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Fangen wir in diesem Gebäude mal an. Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Kenne ich das? Das kommt mir so bekannt vor. Aber gut, Kasernen, Gelände sehen ja oft auch ähnlich aus vom Bau her. Deswegen kann gut sein, dass ich da noch gar nicht war und das mir nur bekannt vorkommt. Hereinspaziert. Hereinspaziert. Macht auf jeden Fall schon mal einen sehr sympathischen Eindruck, der gute Herr. Oder war das Klo? Doch, es war ein Klo. Alter, hier ist alles kaputt schon. Aber wie vermutet sind diese ganzen Räume hier komplett leer. Ich weiß nicht, was hier alles mal, ob das auch Zimmer waren. Schöne alte Fenster. Alles so eine Holzböden hier. Und hier war anscheinend auch. Hier gibt es aber anscheinend noch einen Keller, ey. Muss man echt aufpassen, dass man hier nicht noch durchbricht, wahrscheinlich. Ja, ja, da wird's gefährlich. Da würde ich wirklich aufpassen. Gerade wenn es da noch einen Keller gibt. Wir hatten, als ich auf Tour war mit dem guten Taco, ja, da waren wir nämlich auch in dem Lost Place. Werdet ihr dann alles sehen in den Vlogs, die kommen. Aber wirklich, das war lebensgefährlich, ne? Wir sind da nämlich rein und ich bin ohne Scheiß jetzt, ich hab's auf Kamera, bin da echt mit einem Fuß in den Boden reingebrochen, ne? Weil wir es nicht gesehen haben, dass dieser Boden nur mit Holz war. Und dann waren wir nachher auch im Keller und konnten von da sehen, wie der Boden in diesem Raum aussah. Und das war wirklich durchgebrochen. Oh, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es kann echt schief gehen. Die erste Bude war richtig schlimm, die zweite war ein halber Bunker. Ja, krass, da merkt man, was es für einen Unterschied macht, wie Sachen gebaut worden sind, ne? Ja, aber auf dem Gelände gibt es einen Haufen Gebäude. Wir werden jetzt gleich nochmal darüber gehen und da hinten hatten wir auch nochmal ein Gebäude gesehen. Das schauen wir uns definitiv auch nochmal an, aber hier ist ja lebensgefährlich. Ich hoffe, dass die anderen, also das eine Gebäude da, sah nicht ganz so schlimm aus. Schauen wir uns mal an. Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich gerade bei Nacht die Location ziemlich unheimlich sein könnte. Hier scheint es auch noch in irgendeinen Keller reinzugehen oder so, wa? Ach nee, hier kommen wir direkt wahrscheinlich ins Erdgeschoss. Schauen wir uns gleich mal an. Ich glaube, wir nehmen erstmal diesen Aufgang hier. Schauen wir uns hier um. Hier stehen auf jeden Fall schon wieder Flaschen. Ich schätze mal, hier wird öfter mal wieder getrunken bei Jugendlichen. Scheint auch nochmal so ein Klo zu sein. Oh, die Sonne scheint hier gerade richtig schön rein, ne? Sieht schon richtig her. Das sind so diese typischen Locations, tagsüber wunderschön, nachts höllisch. Sieht halt echt noch mega gut im Schuss aus. Und hier gibt es anscheinend auch schon, ja, was heißt schon, aber hier gibt es einfach auch Stromanschluss. Einfach Stromanschluss hier noch. Und das ist eine Kühlkammer. Eine Gewerbekühlung, aber ich weiß, dass man das ganz häufig auch benutzt für Wild und sowas, diese kleinen Kühlboxen, um so Wild aufzuhängen oben. Ja, wird Sinn machen. Weil hier gab es anscheinend auch irgendwelche Streben. Aber hier wurde auf jeden Fall irgendwas kühl gehalten. Vermutlich Fleisch. Dann war das hier wahrscheinlich oben so eine komplette Küchenanlage. Das wird alles eine Küche gewesen sein. Hier vorne scheint irgendwas wie so ein Empfang gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das der Haupteingang war. Ich
frag mich auch. Ich finde, selbst am Tag hat die Location sowas leicht Unheimliches. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, ob es die langen Gänge sind mit diesem abgeschlitterten, mit dieser abgesplitterten Farbe. Irgendwas Unheimliches hat die, oder? Eins in Chat, wenn ihr mir zustimmt. Hier vielleicht so gespeist wurde schon. Dass es wie so eine Art kleiner Pausenraum war. Und hier so die Küche und alles. Echt komplexe Anlage hier. Aber, wie ihr seht, ein kompletter Betonklotz. Das hält sich. Das finde ich auch geil hier. Wir haben hier unten einfach so den Aufgang. Und dann haben wir hier so ein kleines Fenster, wie so eine Rezeption oder sowas, ne? So ein Sekretariat vielleicht, wo man sich hier angemeldet hat. Vielleicht irgendwas abgegeben. Man weiß es nicht. Und da liegt eine Matratze. Schätze mal, krass. Hat da mal ein Obdachloser geschlafen. Das sind doch richtig alte Matratzen noch, oder? Das war doch bestimmt mal eine Matratze. Vielleicht war das ein Schlafraum. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da ein Obdachloser verbunkert hat. Die dunkeln nämlich auch sehr oft ab. Wo genächtigt wurde. Weiß es nicht, ob das vielleicht hier alles schon so Schlafkammern waren oder irgendwas anderes. Hier noch was gibt. Aber wahrscheinlich werden die Gänge einfach. Hier gibt es sogar noch ein Stockwerk. Und vermutlich werden die Gänge einfach identisch sein. Gehe ich mal davon aus. Alles. Irgendwelche Räume, Räumlichkeiten. Hat jemand von euch schon andere Stimmen gehört? Weil wir werden gleich mal in die Kommentare gucken, ob andere was gehört haben. Also mir ist bisher zumindest akustisch noch nichts aufgefallen. Aber erstaunlich, ich bin immer noch erstaunt, wie gut dieser Fußboden oder dieser Komplex noch hält. Hier kommt nichts runter im Gegensatz zum anderen Gebäude. Weil das halt echt einfach so ein Betonklotz ist, wie man das früher gebaut hat. Und die halten einfach. Vielleicht aber auch erst gleich. Würde ich sagen. Ist auch noch ein Stockwerk jetzt. Wie gesagt, hier braucht man gar keinen Schiss haben, dass hier irgendwas runterkommt. Das Einzige, was man hier schon wieder hat, sieht man hier schon wieder schön. Da haben sie schon wieder die ganzen Kabeldiebe sich bereichert. Ich weiß nicht, ob das ein Klo war oder vielleicht sogar eine Dusche. Könnte auch Duschraum gewesen sein, obwohl da unten ist ein Kloanschluss. Ja, da ist auch ein Spülkasten, Alter. Cool, dass der noch hängt. Was ist das? Einfach hier so ein Osterfeuer oder was? Wollte wahrscheinlich wirklich wer was angucken, ich weiß nicht. Ich habe auch gerade eine Autotür gehört. Irgendwas höre ich hier. Irgendwas poltert hier. Vielleicht war es schon der Geist. Also wir können echt nur mutmaßen, was hier mal war, stattgefunden hat, wie auch immer. Was Gemeinschaftsräume waren, ob das schon Schlafzimmer alles waren, also ja. Weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade wie ein alter Aufseher hier durchgehe und die Leute wach mache. Man weiß es nicht, man kann einfach nur mutmaßen. Ne? Eine Sache bleibt jetzt tatsächlich noch, hier war ja noch ein Keller. Den schauen wir uns natürlich jetzt auch noch mal ganz kurz an. Ich glaube, jetzt habe ich ein ungutes Gefühl. Spätestens jetzt. In den Keller hätte er nicht gehen sollen, oder? Guckt euch das mal an, hier steht einfach noch so ein alter Kanister. Was das mal war? Vielleicht irgendwie Flüssigkeit, Motoröl, Waffenöl vielleicht? Ich hab's direkt gesehen, Alter. Was war das? Könnte, auf den ersten Eindruck könnte auch, es auch ein Lens Flare gewesen sein. Ja, das war's. Hier noch eine Zeitlupe. Was war das? Es kommt irgendein Schatten aus dem Raum, welcher dann im Flur verschwindet. Alter,
Okay, es kann doch kein Lensflare sein, fällt mir gerade mal so auf. Alter! Okay, also das ist krass. Ich habe erst gedacht, es ist der Lensflare, aber dieses Ding bewegt sich komplett nicht in einem Verhältnis mit diesem Ding. Also ein Lensflare hätte sich jetzt ähnlich bewegt wie dann dieser Bereich hier, weil es ja dann von hier gekommen wäre. Aber dieser schwarze, es ist ja auch unten und oben. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Also das ist schon krass. Hä? Das, Alter, das hast du doch eingefügt. Nein, hast du nicht, aber what the fuck? Das ist bestimmt die zweite Person. Ja, der Schatten? Nee, das sieht mir nicht nach einer zweiten Person aus. Ja, ey, ohne Scheiß. Also ohne Scheiß, das sage ich nicht häufig, ne? Das sage ich wirklich nicht häufig, aber so wie es für mich aussieht, ist es entweder irgendwie ein Bildfehler oder es ist wirklich irgendeine Art von Schattengestalt. Weil Bildfehler kann ich mir an dieser Stelle irgendwie nicht richtig so erklären. Flora sagte gerade schon, ein bisschen gruselig ist es ja hier. Wisst ihr, was war das da gerade? Gerade eben habe ich auch ein bisschen was gehört. Das sieht irgendwie aus wie so Zellen. Als wenn hier vielleicht auch Kriegsgefangene gehalten worden. Ich weiß es nicht. Irgendwie sieht es schon komisch aus, ne? Der Keller ist echt komisch. So, was ist das für ein Raum? Ist auch sehr interessant. Mit so einer Mulde. Und hier direkt wieder am Haupteingang eigentlich eine schöne Stelle, um sich zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Lost Place oder weiteres Abenteuer mehr zu verpassen. Und dann würde ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Ciao. Ich bin bei Geistern eigentlich sehr skeptisch, kann es allerdings auch nicht ausschließen. Glaubt ihr an Geister? Richtig, richtig spannendes Video. Ich würde sagen, ein Fall für Mysteries bei Nacht. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Hättet ihr Bock drauf? Bei 100 Likes will er dort eine paranormale Untersuchung machen. Leute, wir sind gerade 133 Leute. Die 100 Likes sind theoretisch drin, ne? Die 100 Likes sind drin. Die muss er kriegen. Die muss er kriegen. Spätestens, wenn es React hiervon raus ist auf YouTube. Ich hätte echt Bock dahin bei Nacht und in diesem Keller eine paranormale Untersuchung zu machen. Ey, Klimalt, wir müssen mal uns irgendwie in Kontakt kommen. Sind wir eigentlich schon, auch über Instagram. Und, ey, ehrlich, da musst du mir sagen, wo das mal genau ist. Dann gucke ich mal, wie weit das ist. Und dann schauen wir mal, dass wir das mal in Angriff nehmen. Ehrlich.